Hallo zusammen, ich habe hier ein Boot oder wenigstens ein Teil eines Bootes und der Kunde hat das hier so angeliefert und hier haben wir eine Kompressorkühlbox drin, also eine B46S. Das ist eine Standardkühlbox, die wir jetzt aufgetunt haben zur GT, also hier habe ich noch Temperaturen von minus 38 Grad. -37 Grad war jetzt in der Werkstatt auf Probelauf. Wir haben 7 Kilo Gefrierleistung auf der Box. Wir haben hier einen verstärkten Kompressor, wenn man sieht, das ist der BD100CN. Er läuft mit einem organischen Kältemittel R290. Das sehen wir auch hier auf dem Tippenschild. Das ist also B46GT. Ursprünglich, eigentlich kommt hier noch Kupplung dazwischen, da komme ich dazu. Und eben mit dem organischen Kältemittel R290. Original ist der Kompressor hier unten drin. Das wurde alles ausgeschnitten, weggenommen, die Leitung hier hingemacht und hier mit Kupplungen verbunden, also dass man die trennen kann und das ganze Aggregat demontieren kann. Dass das eben ganz so spezifisch in diesem Boot eingebaut werden kann. Ja, ist eine absolute Sonderanfertigung. Machen wir nicht täglich, aber einmal im Monat. Ja, wir haben dann einen Digitalthermostat, der geht jetzt nicht, weil ich hier keinen Strom habe. Müsste ich an sich irgendwo hinkriegen, Strom. Ich habe hier eine Batteriebox, muss ein bisschen Fremdwerbung machen, hier angeschlossen und ihr habt vorher schon die Temperatur gesehen, minus 34 Grad, ich habe jetzt hier nur noch minus 33 Grad, also das kriegt eine normale Kühlbox gar nicht hin, eben die GT, okay. Ja, viel mehr kann ich euch nicht sagen zu dieser Kühlbox. Ich mache euch hier oben einen Link zur Standardversion, also wo der Kompressor hier unten drin sitzt. Und hier unten ein Video über die Kupplungen. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag.